Social Media Endgame von den Spacewalks. Haben wir das Social Media Endgame erreicht? Boah, fühlte mich gerade wie. Okay, Max, gute Nacht. Danke fürs Vorbeikommen. Tai, hast du es gesehen, wie er aus seinem Dings gehüpft ist? Das ist ein Macher, Alter. Sind wir alle Level 60? Oder 70 oder 80? Ich weiß nicht, welche Erweiterung sind wir gerade nochmal? Die meisten unter uns haben wahrscheinlich ihre Social-Media-Zeit ausgemaxt. Würde man versuchen, eine neue Plattform zu benutzen, müsste man eine andere wahrscheinlich weniger benutzen. Und im Optimalfall nutzt man einfach... Aus welchem Spiel stammt das jetzt? Sind wir gerade nochmal? Die meisten unter uns haben wahrscheinlich ihre Social-Media-Zeit ausgemaxt. Würde man versuchen, eine neue Plattform zu benutzen, müsste man eine andere wahrscheinlich weniger benutzen. Und im Optimalfall nutzt man einfach allgemein weniger Social-Media. Wenn man langsam ja immer mehr merkt, dass es einen nicht gut tut. Außer YouTube natürlich, weil das tut einen gut. Zwar wachsen die meisten Social-Media-Seiten noch, aber das ist ja eine globale Entwicklung und hat vor allem damit zu tun, dass in vielen Ländern sich einfach noch der Zugang zum Social-Web verbessert. Also zum Internet. In Deutschland haben mittlerweile die meisten Menschen Internet und es geht eigentlich nur eher darum, die Leute bei dir zu halten. Und im besten Fall auch die, aus denen du Geld machen kannst. Also keine Rentner, sondern die sogenannte werberelevante Zielgruppe. Das bist du? Ja. Ja, ich habe auch Geld. Geil. Ich frag mich, warum immer 15-Jährige als werberelevant gelten. Die haben doch kein Geld. Die goldenen Zeiten des Wachstums sind vorbei. Jetzt geht's nur noch ums Überleben. Bin ich raus? Nein. Jetzt? Ja. Cool. Die Wirtschaftlichkeit von Social-Media-Seiten ist ein merkwürdiges Ding. Es kann sich lohnen, ohne dass es sich lohnt. Das ist Zelda-Musik im Hintergrund. Und aufgrund der Absurdität unserer Aktienwelt. Du musst einfach genug Hype und Relevanz erschaffen, damit der Aktienwert nach oben Freddy Krüger ballert. Und dann kannst du es fett verkaufen. Ob die Seite dabei schwarze Zahlen schreibt, ist völlig egal. Bist du aber die Person, Facebook, die dein Instagram, diese Seite, aufgekauft hat, solltest du besser einen Plan entwickeln, wie du damit irgendwann mal schwarze Zahlen schreibst. Und das geht je nach Plattform besser oder schlechter. Facebook und Instagram schreiben theoretisch schwarze Zahlen, werden aber bedroht durch so blöde Gesetze. Die EU sagt... Metal Gear gerade wieder. Nämlich, die Nutzer auszuspionieren. Haha, das dürfen nur wir. Du nicht. Deswegen gibt's auch Gerüchte über die Einführung eines Abo-Modells, wenn du keine Werbung mehr sehen willst. Aber eigentlich geht's ja ums Ausspionieren. Denn ohne Spionage keine personalisierte Werbung. Und ohne personalisierte Werbung keine guten Preise. Einerseits hassen Leute Werbung, andererseits bezahlen für Inhalte wollen sie auch. Kennst du übrigens schon YouTube Premium? Aber die schwerste Zeit hat auf jeden Fall Twitter. Die Plattform... Ich muss ja sagen, ich profitiere ja auch davon, von dieser Werbung, dass Werbung für euch geschaltet wird, auch auf YouTube, weil wenn ihr das auf YouTube seht, ich mache auf YouTube aber keine Midrolls. Das heißt, wenn mein YouTube-Video anfängt, dann gibt es am Anfang eine Werbung, die könnt ihr gucken, wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch skippen. Und ich hoffe, da kommt nur skippbare, weil ich immer auf skippbare Werbung schalte. Dann sollte innerhalb des Videos, innerhalb der Reaction, keine Werbung kommen, komplett durchgehend keine Werbung. Das heißt, wenn ihr auf dem Handy guckt, da habt ihr ja keinen Adblock drin, da könnt ihr durchgucken. So, am Ende des Videos schalte ich wieder eine Werbung und da könnt ihr, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr mir helfen wollt, am Ende des Videos die Werbung noch mal durchlaufen lassen, bevor ihr das nächste Video guckt. Und das ist alles. Ansonsten könnt ihr zwischendurch einfach durchlaufen lassen. So, der Vorteil ist halt, wenn Google Daten von euch sammelt, dann bekommt ihr mehr Werbung angezeigt, die auf euch zugeschnitten sind. Die euch mehr interessieren. Die euch irgendwas vorschlagen, was euch interessieren könnte. Das ist das Interessante daran überhaupt. Wo du die neuesten und grausamsten Nachrichten des aktuellen Nahostkonflikts bekommst, ist nicht die erste Wahl für McDonald's, ihr neues Happy Meal zu bewerben. Auch wir als politische Influencer wissen, Politik und Werbung, die mögen sich nicht so besonders. Ist natürlich schlecht, wenn du 44 Milliarden Dollar für die Plattform ausgegeben hast. Die ganze Sache mit Elon Musk und Twitter war eh so ein sehr merkwürdiges Ding, oder ist? Die Leute, die vorher gesagt haben, Twitter ist eine private Plattform, die dürfen bannen, wen sie wollen, hatten plötzlich Panik. Aber jetzt kontrolliert einfach so ein Rich Boy die wichtigste Kommunikationsstelle der Welt. Fast. Ist jetzt nicht unwichtig. Und das ist ein Problem. Aber das war auch schon vorher ein Problem, dass irgendwelche Leute diese Kommunikationsstellen halt kontrollieren und wir nicht so wirklich wissen, was sie da machen. Und die vorher groß Zensur... Hi, Beefy Master, guten Abend. ...geschrien haben, waren jetzt so, oh mein Gott, Elon, der Retter, bitte zieh deine Hose aus. Ich möchte mich bedanken. Du Free Speech Absolutist. Ja, so nennen sie ihn. Schneiden sie dir zu schnell? Alter. Denn er hat das ja nur gemacht, um die Meinungsfreiheit zu retten. Außer, dass er innerhalb weniger Tage gezeigt hat, dass es halt Bullshit ist. Also er hat verschiedenste Leute wieder auf die Plattform zurückgeholt, was man halt gut und schlecht finden kann. Aber an sich stand... KuchenTV, oder? Ich meine, KuchenTV war gebannt. Aber war ihm nicht auch gebannt, oder? Oder ist er immer noch weg da? Kommt ein Stück Staub nach unten geflogen. Wo kommt das denn her?
er da zu seinem Wort, außer Alex Jones. Weil da hat er eine persönliche Grenze gezogen, weil es irgendwie was mit Kindern zu tun hat oder sowas. Das und Fröschen, die armen Frösche, er soll die Frösche Alex in Ruhe Jones lassen. Hat mit Fröschen zu tun, aber es hat nichts mit Elon Musk hier zu tun. Und hier geht es nicht darum, ob man es persönlich gut findet, dass er ihn nicht entblockt hat, sondern darum, dass er offen gesagt hat, dass es eine persönliche Entscheidung war. Von ihm alleine. Und so funktioniert das nicht. Oder sollte nicht funktionieren. Nee, so funktioniert das nicht. Er hat dann sehr viele Entscheidungen getroffen, die erstaunlich dumm waren, wie diese Verifizierung wegzumachen, dass sich dann eine x-beliebige Person einfach als eine große Firma ausgeben kann, um einen Aktiencrash zu verursachen. Yay! Aber Insulin sollte wirklich umsonst sein, finde ich. Ja, ich meine, es kostet ja auch nur ein 500stel wie in den USA hier. Ja. Und wir haben Krankenkassen. Die Umbenennung in X war X-tastisch. Er hat nur 2 X vergessen. Und das Neueste. Das mit dem Schneiden, das machen immer mehr, weil das leider auch notwendig ist für die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Leute. Es müssen irgendwelche Schnitte drin sein. Ich mache auch zu wenig Schnitte in meinen Reactions. Eigentlich, ihr seht halt die Videos da, mich seht ihr da. Und ich müsste eigentlich regelmäßig auch immer wieder hier hingehen, damit ich im Zentrum des Videos bin, wenn ich mit euch rede. Damit ich groß bin, dann muss ich wieder klein machen. Und auch in der Nachbearbeitung kann man das so machen, dass ich ab und zu das kleine Bild einfach in Nahaufnahme nehme. Und dann seht ihr mich in sehr schlecht aufgelöst, weil ich ja noch das kleine Bild habe. Und das ist einfach nur, um die Aufmerksamkeit zu halten von den Zuschauern, damit die immer was Neues sehen, immer neue Eindrücke haben. Immer mal wieder kurz reinzoomen, wieder rauszoomen und sowas. Das ist einfach, damit der Zuschauer sich nicht anfängt zu langweilen beim Zugucken. Ja gut, dann könnt ihr mir in Ruhe weiter zugucken, weil nämlich Ich zoome hier nicht schnell hin und her. Das fühlt sich für dich sehr nervös an. Das ist, glaube ich, für den Großteil der Bevölkerung einfach besser fürs Auge, wenn sich irgendwas bewegt. Heute kein Krafttraining. Nee, ich bin geimpft. Ich habe eine Impfung bekommen. Da tut der Arm noch weh, da kann ich nicht heben. Das erste Ding ist ja jetzt, dass Artikel keine Überschriften mehr haben, sondern aussehen wie Bilder. Ich weiß auch nicht mal warum. Und du siehst auch nicht mehr direkt zitierte Tweets. Und alle Leute gehen irgendwie davon aus, dass er irgendwie persönlich verhindern will, dass schlechte Sachen auf Twitter über ihn verbreitet werden. Aber keine Ahnung. Ja, es geht mir gut. Ist doch nur eine Impfung. Wir trinken, warte. Hab ich doch eben erst. Geht das wieder? Eine gute Sache gibt es, und das sind die Community Notes. Die sind gut. Fake News ist ein schwieriges Ding, aber es ist auch problematisch, wenn es einzelne Leute gibt, die dafür bezahlt werden, Fake. Okay, Dankeschön. Milch. Davon werdet ihr groß und stark. Du bist jetzt Imp? Ja, ich bin geimpft. Aber ich schneide noch mal im Final Fantasy Video und da sind natürlich ein paar mehr Schnitte drin, aber auch nur, um von Szene zu wechseln. Ich versuche es nicht zu übertreiben, aber es ist schon sehr viel Aufwand. Ich habe es jetzt die Hälfte des Videos geschnitten. Fake News zu bekämpfen und damit halt eine Macht haben, die sie halt nicht haben sollten. Hinzu kommen noch seine politischen Statements, die er ab und zu raushaut. Ist natürlich sein Recht, jeder darf seine politische Meinung raushauen, wie er will. Aber schlau ist es nicht. Ich meine, insgesamt hat sich der Wert von 44 Milliarden anscheinend auf 8 Milliarden reduziert. Laut Experten, vielleicht ist es ein bisschen verzerrt, aber wenn es nur 12 Milliarden sind, ja, dick fett Verlust gemacht. Und Twitter macht jetzt auch nicht so viel Geld. Aber es ist erstaunlich, wie viele Leute nach all dem immer noch Elon Musk cockriden, als wäre er ein cooles Pferd. Egal, was er macht. Oh, wenn der schlauste Mensch der Welt das macht, dann muss es ja schlau sein. Und natürlich macht er diese Sachen, weil ich meine, das ist in seinem Vorteil. Natürlich nutzt er alles aus und ist ein Hurensohn, ist doch schlau. Oh. Ja. Ey, dieses Real-Life-Iron-Man ist doch mittlerweile abgefahren. Ja, man kann ihn auch schwarzer malen, als er ist. Aber er ist kein Genie. Aber warum hat er es eigentlich gekauft? Weil dieses Meinungsfreiheit retten, irgendwie glaube ich das nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass er einfach nur ein großes Maul hatte und ein bisschen manipulieren wollte und dann halt gezwungen wurde, weil er hat zu weit gegambelt. Aber es gibt auch die Theorie, dass er eine NFT-Sales-Plattform daraus machen wollte. Beziehungsweise eine Krypto-Sale-Handelsplattform. Weil oder er wollte es einfach nur besitzen und einfach mal ein bisschen Mist damit machen. Kann ja sein. Es spielt ja auch keine Rolle, wie viel es wert ist, weil er ja, er will es ja nicht für Gewinn verkaufen. Er will es ja einfach nur haben, nehme ich mal an. Als es alles anfing, war ja NFT ein Ding. Also für alle Menschen, die nicht mehr als 3 Hirnzellen haben und sofort gesehen haben, dass es einfach nur ein Ponzi-Schema ist, was nur funktioniert. Weil sehr viele Celebrities anscheinend nicht mehr als 3 Gehirnzellen haben. Ne, Monte? Oder Unge?
Oder Paris Hilton. Weirde Zeit. Das ist gar nicht so lange her. Die Leute haben sich einfach ins Internet gestellt und haben einfach zugegeben, dass sie für mehrere Millionen ein Affenbild gekauft haben. So dumm. Und dann haben es alle direkt runtergeladen und ihn damit gemobbt. Wow. Aber als dann langsam klar wurde, dass NFTs Richtung dem Wert rutschen, den sie jetzt haben, gar kein, wollte er dann einen Rückzieher machen, aber dann waren so ein paar Leute so, nee, wir wollen auch nicht Twitter haben. Also fick dich. Und dann wurde er gezwungen. Oh, wie witzig ist. Von wem eigentlich? Von Gerichten. Ah. Also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel auch einen Vertrag unterschreibst oder irgendwie so etwas, dann hast du es ja auch gekauft. Kannst du auch nicht sagen. Ach nee, doch nicht. Gibt es bei sowas Rückgaberecht? 30 Tage Rückgaberecht? Aber er möchte anscheinend immer noch eine Sales-Handelsplattform daraus. Vielleicht, wenn er es wieder Besen rein hinterlässt und alles wieder rückgängig macht. Machen. Ich hatte zum Beispiel diesen Clip von ihm gesehen. If done right, X would become, I don't know, maybe half of the global financial system. Aber ich verstehe jetzt nicht so ganz, wie das funktionieren sollte, weil warum zur Hölle sollte man über Twitter handeln? Du kannst natürlich eine Shopping-Seite integrieren. Klar, so wie das Instagram auch gemacht hat. Aber betrachtet man zum Beispiel Instagram-Influencer-Marketing versus X-Influencer-Marketing, sieht man da einen kleinen Unterschied. Der Unterschied ist Hass. Aber vielleicht ist das auch einfach der natürliche Lauf einer Social-Media-Seite. Junge Unternehmer haben eine neue, frische Idee für eine Social-Media-Seite. Social-Media-Experten und Influencer gehen zuerst drauf, weil es für sie durchaus Sinn. Softgirl, ich hatte auch mal so eine verrückte Idee und dachte mir, wie ist das eigentlich, wie ist das so mit Pornoseiten? Da hast du ja auch für jede Sexualität alles angeboten. Und dann denkst du dann so, du gehst auf diese Pornoseite und siehst die ganze Zeit diese anderen Sexualitäten und als Hetero denkst du dir ja, warum? Das will ich doch nicht sehen. Das interessiert mich jetzt nicht. So, ich finde das nicht gut. Warum kann man nicht eine Pornoseite machen, wo es das nicht gibt und man einfach nur den Heterosex sieht? Und dann denke ich mir dann, also wenn ich jetzt eine Pornoseite aufmachen würde, nee, dann würde ich den auch da reinnehmen, weil ich will ja möglichst viele Zuschauer haben. Das funktioniert nicht. Natürlich würde ich das mit reinnehmen. Weil dann kriege ich mehr Zuschauer, mehr Reichweite, mehr Werbeeinnahmen, mehr Geld. Dann dachte ich mir, nee, ist schon richtig so. Dann muss das halt so sein. Schrauben, Johnny, guten Abend. Bist du nicht der von Iblali? Nein. Gar nicht. Was heißt du doch Vic? Zweijähriges Widerrufsrecht. Meinst du, er kriegt eins? Sinn macht zuerst drauf zu sein und erschaffen damit einen künstlichen Hype. Die Fans folgen, junge Menschen folgen und wenn die Seite halt auch wirklich was zu bieten hat, folgen halt immer mehr. Irgendwann folgen sogar die Eltern und allgemein Menschen, die jetzt eigentlich nicht jeden Social-Media-Trend hinterherrennen, aber die Seite ist halt groß. Und hier irgendwo ist so der beste Punkt, um die Seite dann zu verkaufen und dickfett abzucashen. Und auch sie zu verlassen. Denn als nächstes folgen die verbitterten Boomer und Menschen, die chronisch online sind. Die neuen Besitzer wollen Cash machen und treffen sehr dumme Entscheidungen oder der Klassiker. Sie versuchen eine andere Plattform zu kopieren, die neu aufgekommen ist, anstatt ihren uniken Selling Point weiter auszubauen. Der Content wird immer mehr bestimmt von Menschen, die chronisch online sind, die dann auch nicht unbedingt das Beste posten und natürlich die Klassiker wie politische Hetze, Propaganda, Scambots, Sexbots und generischen Bullshit, der von irgendwelchen anderen Seiten geklaut wird. So iFunny-Memes-Seiten. Wow. Die jungen Menschen fliehen zur nächsten Plattform, die mittlerweile aufgekommen ist und übrig bleiben nur verbitterte Boomer und chronisch online Menschen, die sich einfach nur gegenseitig in ihrer Weltanschauung bestärken. Ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr so ist. Ja, wisst ihr noch damals, SchülerVZ? Oder seid ihr überhaupt alt genug für den Scheiß? Es gab halt einfach nur eine Plattform. Entweder... Ja, ich meine, ich erinnere mich noch an SchülerVZ und MySpace, oder? Es gab doch MySpace. Und mit ICQ haben wir gechattet. War man da oder man war nirgendwo. Dann kam Facebook und dann waren natürlich alle auf Facebook, weil alle den Mark Zuckerberg so geliebt haben. Mhm. Damals war auch noch cool. Und man hatte... StudiVZ gab's noch, ne? Für Studenten. Einfach alles. Es war alles da. Videos, Chat, Bilder, Texte. Texte. Doch dann hat sich alles vernischt. Es gab ein... Schritt 1, mehr reinnehmen. Schritt 2, mehr Werbung. Schritt 3, Schritt 4, Profit. Eine App für Fotos. Es gab eine App für Videos. Es gab eine App für Bilder. Teamspeak, meinst du, Softgirl? Und Videos. Und ich finde es an sich auch besser, wenn Apps versuchen, simpel zu bleiben und sich auf eine Sache spezialisieren. Instagram war besser, als es nur eine Foto-App war und nicht versucht hat, TikTok
Content hinterher zu rennen. Kann reden. Aber die Vernischung der Apps geht mittlerweile über die Funktionalität der entsprechenden Apps hinaus. Gerade bei sogenannten Kurznachrichtendiensten wollten sie schon immer Gruppen lösen, um der politischen Agenda und Zensur zu entfliehen. Nun, damals waren es die Rechten. So sind konservative Amerikaner zu Parla geflüchtet. Was mittlerweile inaktiv ist, weil es einfach kein gutes Geschäftsmodell war. Ne, Truth Social. Doch jetzt, wo Elon Musk Twitter verixt hat, suchen viele Linke eine neue Plattform und finden sie in Blue Sky. Wir haben noch keinen Invite bekommen. Ah, wir haben eben davon geredet, ne? Ich dachte mir, dass es hier vorkommt. Keine Ahnung, Mann. Diese Bubble-Bildung, von der eigentlich immer gewarnt wurde, wird mittlerweile begrüßt, ohne allerdings zu erklären, warum sie jetzt auf einmal nicht mehr gefährlich sein soll. Eine positive Sache hat das Ganze trotzdem. Je mehr sich alles verteilt, desto weniger Macht hat eine einzelne Plattform. Aber irgendwie wäre es doch schön, wenn man sich trotzdem plattformübergreifend irgendwie connecten könnte. Dafür gibt es verschiedene Ideen. Politiker schlagen zum Beispiel vor, Web-Messenger dazu zu verpflichten, untereinander kommunikacken zu können. Ey, stellt euch doch mal vor, ihr habt irgendwie so einen Chip oder so, den ihr in euer Smartphone reinstecken könnt. Und darüber hat man dann eine Nummer und dieser Nummer kann man einen Text schicken. Komplett unabhängig davon, welchen Telefonkommunikationsanbieter du hast. Oder welches Handymodell. Wäre das nicht... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist total wild, diese Geschichte. Ich kann doch nicht eine Nachricht über ein Handy verschicken an eine Nummer, ohne vorher eine App zu öffnen. Das ist doch total verrückt. Wenn ich nicht vorher auf eine App gehe und ganz viele verschiedene Meinungen von anderen Menschen vorher lesen kann. Wer liest das dann? Ganz genau. Dann schicke ich die Nachricht ja nur an eine einzige Person. Das lohnt sich doch nicht. Ich muss doch so viel Aufmerksamkeit wie möglich bekommen. Warum sollte ich denn ein Direkt-Mail-Verfahren besitzen? Das ist wild. Nein. So geht das nicht. Wer würde denn, wenn es so eine Funktion auf einem Handy gäbe, wer würde sie schon benutzen? Heutzutage. Übrigens kosten SMS ja auch Geld, oder? Ich meine, ihr habt freie SMS, aber wie viele freie SMS habt ihr? Und die Handyplattformen, die machen das einfach mal für umsonst. Das ist der Hammer. Übrigens auch Telefonieren kostet Geld, ne? Extra. SMS kosten Geld. MMS, um Fotos zu verschicken, kosten noch mal extra Geld und müssen freigeschaltet werden. Habt ihr es jemals geschafft, MMS zu aktivieren auf eurem Handy? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Bitte, wenn du mir ein Nachrichtensystem auf einem Handy anbietest, wo ich mit Fotos verschicken kann auf ein anderes Handy, dann mach das doch nicht so kompliziert. Warum muss ich denn das aktivieren? Warum darf ich nicht einfach losschicken? Und dann kam Social Media und du konntest einfach so Fotos hin und her schicken, kannst telefonieren über Social Media, über die Landesgrenze hinaus, weil es ist nun mal Social Media. Du kannst ins Ausland damit Gespräche führen, ohne extra zu bezahlen, weil es übers Internet geht. Das ist irre. Ins Ausland telefonieren umsonst. Ups, sorry, Caps. SMS hast du unendlich, okay. Da kann er auch eine SMS schicken. Ja, aber die Sache ist doch, dieses ganze Konzept Handy war ja, dass du für alles extra bezahlen musst. Und dann kriegst du eine App drauf, wo du das alles umsonst machen kannst, übers Internet. Du hattest schon mal MMS verschickt gehabt, also ich musste die aktivieren, irgendwie. Revolutionär? Eigentlich ist es ja mittlerweile so, dass bei den meisten Mobilfunktarifen SMS komplett kostenlos sind, aber es nutzt sie trotzdem niemand. Weil man kann nicht wie in WhatsApp einfach Bilder und Videos verschicken. Ja, dafür gäbe es einen Nachfolger. Rich Communication Services, RCS, yo, finden alle voll geil, nur Apple nicht. Schade. Deswegen können wir es alle nicht nutzen. Valide Kritik gegen so ein System ist natürlich, dass ein einheitliches System alles sehr viel... Früher kostete das Internet auch. Ja, aber du hast ja auch WLAN. Vom WLAN kannst du ja auch... Natürlich habe ich auch eine Flatrate auf dem Handy, aber vom WLAN aus kann ich ja, ihr müsst euch ja vorstellen, der Opi wird es noch kennen, damals, wenn man von zu Hause aus telefonieren wollte, hat man fürs Telefonieren extra Geld bezahlt, und zwar pro Sekunde, die ihr telefoniert. Und heute nehmt ihr euer Handy und dann ruft ihr nicht mit eurem Handy jemanden an, sondern ihr geht auf eine App und ruft jemanden auf der App an und von zu Hause ist das vollkommen kostenlos. Alle 8 Sekunden.
angreifbarer macht. Ich meine, SMS sind zum Beispiel auch scheiße unsicher. Also hey, wenn du ein bisschen paranoid bist, SMS kann quasi jeder mitlesen, wenn man sich 5 Minuten Zeit nimmt und rauszufinden tut, wie. Allerdings will die EU ja eh alles mitlesen und scannen können. Oder wäre jede Form von Sicherheit oder Verschlüsselung eh für die Tonne. Und dann können sie auch wenigstens gleich sowas einführen. Aber dieses Konzept von plattformübergreifender Kommunikation kann man natürlich auch ein bisschen weiterspinnen. Und irgendwann kommen wir dann an bei Web 3. Aber was soll das sein? Nun, fangen wir mal von vorne an. Web 1 ist, es gibt Internetseiten, die kannst du angucken. Ende. Web 2. Es gibt Webseiten, da kannst du sogar deine eigenen Bikini-Bilder hochladen. Die lagern dann aber auf deren Servern, die die verwalten. Aber du hast überhaupt gar keine Kontrolle über deine Daten und alles ist in den Händen von Big Fat Corporate Bitch. Du hast sogar für 30 Pfennig von einer Telefonzelle aus telefoniert. Ich auch damals. Boys. Was sind Bitch-Boys? Boys, die bitchen? Fuck-Boys? Web 3 wäre dann die Idee, dass man alles dezentralisiert. Du hast zum Beispiel deinen eigenen Server, wo deine Daten drauf liegen. Und Plattformen greifen auf deinen Server, wo deine Daten sind, zu. Und lutschen sich die. Für uns als YouTuber wäre das richtig geil, weil da könnten alle Videos bei uns lagern. Und wenn dann eine neue Plattform kommt, ja, die TubeU heißt, dann könnten wir sagen, yo, hier sind alle unsere Videos. Und dann zieht sich das Ding und dann kann man die da auch gucken. Boah. Aber alles bleibt in unserer Kontrolle. Master. Das Problem dabei wäre, dass man erstmal seinen eigenen Server permanent online halten muss, damit rund um die Uhr Leute auch gucken können. Das braucht dann permanent Strom rund um die Uhr. Und natürlich das Internet würde ja permanent uploaden. Ein sehr großes Problem, denn ich habe jetzt, glaube ich, einen Upload effektiv von 8000 oder so. So, 8000 ist sehr wenig. Ich loade jetzt diesen Stream hoch. Das ist schon das Maximum, was ich machen kann. Den einen Stream hochladen. Ich kann unmöglich eine Videothek hier stehen haben und diese Videothek für euch zum Abruf bereit, damit ihr euch meine Videos von mir zu Hause aus anschaut. Außerdem bräuchte ich riesigen Speicherplatz dafür. Ging nicht. Ein Server ist so teuer. Ich meine auch so ein Heimserver. Du müsstest ja nur einen PC stehen haben, wo die Daten drauf sind und jemand kann darauf zugreifen. Beziehungsweise eine externe Festplatte oder sowas. Aber die Datengeschwindigkeit würde dann nicht mehr ausreichen. Oh ja, dieses alte Modem, was diese Verbindungsgeräusche gemacht hat. Bidim, bidim, bidim. Man konnte auch nicht gleichzeitig telefonieren. Du warst entweder im Internet oder hast telefoniert. Nicht beides gleichzeitig. Diese sehr populäre Twitter-Alternative basiert zum Beispiel auf diesem Prinzip. Das Problem ist nur, wenn du dich da anmeldest, musst du auch irgendwie einen Server einrichten oder einen beitreten oder so. Und das ist halt vielen Leuten einfach viel zu kompliziert, wie mir zum Beispiel. Nein, dir ist es nicht so kompliziert. Du hast eh keinen Bock, da hinzugehen. Tu nicht so, als wärst du so dumm dafür. Also würde sich das als Standard etablieren, dann würden sich die Leute damit auch auseinandersetzen. Denn das Prinzip der Dezentralisierung ist eigentlich eine sehr gute Idee. Aber es wird nicht kommen, weil die Firmen dann ja mitmachen müssen. Und einfach gegen die Übermacht von Google oder Facebook an kämpfen. Easy. Oder Amazon. Amazon gehört, jeder Server gehört Amazon. Wo wir jetzt gerade Cyberpunk im Hintergrund haben, wir können auch einfach eine Atombombe nehmen und damit irgendwo hingehen und das in die Luft jagen. Aber erstmal brauchen wir ein Hightech Super Intelligent Girlfriend, was einen Super Soul Killer Chip schreibt, der deine Seele klaut und dann da in dem Turm im Netzwerk gefangen wird. Also ist das gerade eine Werbung für Cyberpunk? Außerdem haben diese ganzen Crypto-Bros sich in Web 3 irgendwie einverleibt. Und jetzt steht es halt super viel in Verbindung mit NFTs und Kryptowährungen. Und auch wenn die Technologie da durchaus mehr Sinn machen würde als für irgendwelche Affenbilder, wenn die Leute jetzt NFT hören, erwarten die Leute Bullshit. Also danke, ihr habt uns Web 3.0 versaut. Aber es gibt zum Glück immer noch Leute, die Dezentralisierung weiter vorantreiben. Und würde sich sowas durchsetzen, dann könnte sich Social Media noch mal so ein bisschen verändern, anstatt einfach so dahin zu siechen, wie es jetzt tut. Ansonsten könnt ihr euch bei Social Media in Zukunft auf sehr viele tolle, merkwürdige Entscheidungen freuen, die die Firmen machen, weil sie mehr Geld brauchen. Du kannst natürlich als YouTuber auch deine Videos als Backup irgendwo lagern. Dafür brauchst du halt auch Speicherplatz, aber du musst sie ja nicht hochladen permanent. Und du kannst auch das System ausschalten oder die externe Festplatte einfach irgendwo lagern, bis du sie brauchst. Tschüss. Das ist ein scheiß Ende. Können wir es besser machen? Nein, du nicht. So, mache ich aber auch nicht. Ich habe auch nicht ewig lange alle Videos gespeichert. Ich habe zwar ein gewisses Kontingent an Videos noch von vor ein paar Monaten da. Ich muss die aber regelmäßig löschen, weil die ansonsten all meine Festplatten zumüllen. Das sind aber dann auch externe langsame Festplatten, die ziemlich groß, aber sehr günstig sind.
Nur die schnellen Festplatten brauche ich ja unbedingt zum Bearbeiten. Guten Abend, Citro. Schön, dass du so spät noch reinschaust. Das freut mich. Kommst du von der Arbeit? Hast du Spätschicht?